Als hätte ich es geahnt, vor der Corona-Krise habe ich mir noch einen Trend in der Digital Factory angeschaut, das digitale Bezahlen, also das, was wir heute im Alltag alle machen, unter anderem auch beim Bäcker. Und den Film zeige ich euch jetzt. Digitales Bezahlen ist auf dem Vormarsch. Trotzdem, die Deutschen lieben ja ihr Bargeld und dennoch das kontaktlose Bezahlen und das Bezahlen mit dem Smartphone nimmt immer weiter zu. Ich bin heute das erste Mal in der Digital Factory in Frankfurt. Hier werden Apps getestet und entwickelt. Innovation begins at the end of your comfort zone. Das stimmt allerdings. Und jetzt treffe ich Michael. Michael ist der Chef vom Online-Mobile-Banking. Grüß dich, Michael. Danke für deine Zeit. Was macht ihr denn hier? Oh, wir sind hier in der Digi Factory, die wir vor 3 Jahren gegründet haben. Unter anderem entwickeln wir hier die DB Mobile-App. Okay. Und da siehst du direkt gegenüber, sind die Kollegen, die das Design machen. Wir können ja gerne mal das Huanca an Rechner rangehen und die zeigen euch mal ein bisschen was, wie wir quasi das Design entwickeln oder wie wir die Workflows entwickeln. I'm just designing the prototype for the test. All the graphics, all the user now known as user experience UI is done here from this team. Ja, Michael, was haben wir denn für digitales Bezahlen im Angebot und was ist dein persönliches Highlight? Also wir haben eine ganz tolle Sache im Angebot fürs digitale Bezahlen, nämlich wir waren Launchpartner, die Deutsche Bank, letztes Jahr beim Launch von Apple Pay in Deutschland. Und wir haben Apple Pay in die Deutsche Bank App integriert. Die wurde übrigens vor kurzem ausgezeichnet als beste Banking App in Deutschland. Du siehst deine verschiedenen Kreditkarten. Du testest die selbst anhand deiner Karten? Ja, natürlich. Also eat your own dog food. Ja. Natürlich testen wir intensiv auch selber. Das ist ja, glaube ich, das, was uns hier Spaß macht in der Factory. Wir brennen ja für unsere Themen mit Leidenschaft. Und natürlich wollen wir dann auch die beste Experience für den Kunden bieten, weil wir nutzen die App selber. Wo siehst du den Vorteil im digitalen Bezahlen für den Endkunden? Oh, das zeige ich dir am besten nicht nur auf dem iPhone, sondern auf der Apple Watch. Weil der beste Bezahlprozess ist tatsächlich mit der Apple Watch. Du machst einen Doppelklick, du siehst die Deutsche Bankkarte, sagst, ich möchte gerne mobil bezahlen und du hältst einfach deine Watch ans Terminal dran und es ist bezahlt. Keine PIN-Eingabe, keine Unterschrift, du hältst einfach drauf, nimmst deine Sachen und gehst raus. Was haben wir denn für die Zukunft im Kircher? Ich kann jetzt noch nicht so viel erzählen, aber das Spannende ist, es gibt ja inzwischen Technologie, die relativ teuer ist. Ja, nimm mal dein Handy. Ja? Du kaufst ja alle 2 Jahre dein Handy, die kosten inzwischen 1.000 sogar bis 1.500 Euro. Und wir können uns sogar vorstellen, dass wir sagen, möchtest du ein neues Handy? Du kannst das neue Handy in der Deutschen Bank App kaufen und du kannst über uns die Finanzierung machen und die Versicherung. Vielleicht mache ich das so. Vielleicht kaufe ich ja mein nächstes Handy über die App. Und ich bin gespannt, was das Team um Michael Koch noch alles entwickeln wird. Ich bleibe dran. Für euch.